So, ein herzliches Willkommen. Weiter geht's hier beim nächsten Stream zu Horizon Zero Dawn. Ich hoffe, es wird was. Es könnte sein, dass es ein relativ kurzes Vergnügen wird, weil laut OBS das Internet, oder beziehungsweise auch beim Hochladen das Internet schon wieder ein bisschen Stress schiebt hier gerade. Müssen wir mal gucken. So, dann können wir uns noch ein bisschen was an Zeug. Pfeile haben wir, glaube ich, genug soweit. Jupp, das sieht gut aus. Ja, kommen die zwei Feuerpfeile. Das sollte passen, denke ich. Brutstätte Seta habe ich mir jetzt ausgesucht beim letzten Mal. Das sehe ich auch hier schon direkt, okay. Stufe 20 sollten wir hinkriegen. Ich denke, das passt. Was haben wir denn hier noch Schönes? Jop, das Internet hängt gerade doch sehr hinterher. Schade. Lassen hier wieder die Unsichtbaren. Können wir dich vielleicht mir herlocken? So, da hat man dann den Zugang. Hasen. Na, habt ihr was entdeckt? Haben sie wohl. Wir waren etwas schneller als bei dem einen. So, gute Nacht. Dann haben wir euch halt oben. Komm, 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 komm. Jetzt wirst du den Stein mal. Jetzt jagen sie mich. Dann jagen wir mal zurück. Ich dachte gerade schon, wir haben dich hier schon erledigt. Scheint nicht der Fall zu sein. Das Schildchen nehmen wir auch noch mit. So, naja, ich probiere es jetzt eine Stunde. Und wenn es dann nicht, sich nicht bessert, lassen wir es sein mit dem Stream. Wie gesagt, gut sieht es nicht aus im Moment. Aber es macht halt schon wieder seit ein paar Tagen Probleme ins Internet hier. Und diesmal hat es auch leider nichts gebracht, den Router neu zu starten. Da kann man nur schwer hindurchschießen. Brauchst du ja auch nicht. Das geht doch hier auch wunderbar. Schweins. Ne, wir brauchen, glaube ich, Fell, oder? Hier noch einer.
Wir haben uns noch Hasen. Ach, der ist vielleicht da oben, ne? Ja. So, das war's dann mit dir. Da spare ich mir gerade mal das Plündern. Hier haben wir ja alles soweit. Gut, also da kommen wir schon mal nicht rein. Wo ist denn jetzt... Ah, wahrscheinlich hier. Hallo Benjamin, willkommen. Na, gucken, wo wir da irgendwie hochkommen. Die machen die ganze Zeit Stress. In Ordnung. Dann kommt, dann bedienen wir uns nochmal schnell. Könnte uns auch nochmal ein paar neue Pfeile gönnen. Hier irgendwo ist halt dann eben der Eingang. Weil so viel bleibt ja sonst nicht mehr übrig. Wahrscheinlich hier irgendwo an der Ecke. Hallo Schwein. Das wird meinen Magen etwas beruhigen. Okay, Haut haben wir also mehr als genug. Dann lass mich doch mal gerade schauen. Ah ja. Dafür haben wir noch Haut gebraucht, okay. Und haben wir jetzt alles an Stolperfallen? So, Outfit, Seilwerfer, Mods und Scharfschutz. Okay. Cool. Genau, Seife, ja, mal gucken. Genau, noch ein paar neue Datenpunkte, die ich beim letzten Mal nicht abgefrühstückt hatte. Und wir haben neue Maschinenarten. Stürmer und Todbringer. Alles klar, Fertigkeiten wollte ich, glaube ich, aufsparen, oder? Ja, ich glaube, wir gehen nochmal hier auf Niederschlagen und Zurückschlagen. Dann können wir so ein paar Schüsse mitnehmen. Aber gut, soweit ist es ja auch nicht mehr. Ich frage mich halt noch zum Thema Sicherheit. Ja, ja, was das mit dem Zugang da auf sich hat. Hier kommen wir ja mehr oder weniger hoch.
Oh, das müsste aber gehen, guck mal. Dann geht's hier wahrscheinlich rüber, ne? Das sieht gut aus. Wir können dich endlich mal looten. Das sieht gut aus. Das habe ich ja auch schon gerade gesagt. So, dann hüpfen wir doch mal rein. Internet, es wäre echt schön, wenn du jetzt mal stabil laufen würdest. Das ist echt gerade ein bisschen zum Haare raufen. So. Was haben wir denn hier eigentlich Schönes? Die ist Stufe 20. Das heißt, das sollten wir eigentlich ganz gut hinkriegen. Ich hatte sich gerade nochmal nachgeschaut oder durch Zufall gesehen. Vorratskiste, nett. War da jetzt irgendwas von Interesse? Nicht so wirklich. Glaube ich auch nichts, weswegen ich da ins Wasser springen müsste. Nix zu looten. So, wie weit ist 90 Schritt? Okay, da haben wir noch einiges vor uns. Aber vielleicht gibt es ja auch wieder ein bisschen schnellere Förder- oder Beförderung. Quatsch. Das kann gut sein, ja. War das bei dir höher? Das ging schnell. Mhm. Okay. Gut, andererseits finde ich es auch ganz angenehm, dass man sich jetzt nicht irgendwie durch, keine Ahnung, wieder meterhaft oder kilometerweit durch irgendwelche Untergrundsachen durchprügeln muss. Na dann, jetzt zwei. So. Hm.
Vielleicht gehen wir hier schon mal direkt auf die schweren Geschütze. So, dann können wir gleich mal in Ruhe looten. Noch zumindest. Ich wollte eigentlich nur looten. Das hier ist halt etwas unpraktisch. Andererseits, hey, wir können schon mal auf den Schwanz schießen. Sollten wir den jetzt ja auch erstmal, also brauchen wir es auch nicht mehr großartig zu schleichen. Deckt sind wir, glaube ich, so oder so. Na gut, fangen wir hier vielleicht mit dem Überbrücken mal an. Dann komm mal hier, mein Kleiner. Oh oh, das wird sauer. So, Feuer frei. Und gemütlich losgelaufen. Jetzt triffst du doch mal. Ich allerdings auch. Fast. Schön. Nun ruhig weiter draufballern. So, bitteschön. So viel Last aber nicht mehr, ne? Pass auf. Sehr schön. Das war's dann mit dir. So, dann lass mich doch mal schauen, was du Schönes hast. Scherben, jede Menge Spulen. Richtig viel Metallscherben mittlerweile. Das ist doch schon mal schön. So, jetzt können wir euch auch endlich mal looten. Nehmen das Schutzschild weg, oder der Schutzschild weg ist. Sehr schön. Informationen zum Überbrücken von Maschinen. Sehr gut, sehr gut. So, haben wir... nicht ganz. Ah ne, wir haben trotzdem Dings gekriegt. Dann fehlen es noch zwei, oder? Wenn mich nicht alles täuscht. Okay, noch genug XP.
Gut, dann haben wir 4 Punkte. Wir machen direkt mal hier weiter. Ja, ich glaube, das ist nicht so unglaublich wichtig. Das wäre vielleicht noch was. So, eine Runde Rohstoff. Wie viel haben wir noch? Wir haben Platz. Das ist gut. Und noch ein altes neues Gefäß. So, Protokoll, ja. Ja, genau. Also wieder, die Schwierigkeit hat deutlich abgenommen. Ich habe das ja vorher auch gemerkt. Da habe ich wesentlich länger an denen gehangen. Aber ja, so ist es halt auch wie bei Cyberpunk. Gemütlich die Story genießen und nebenher ein bisschen rumkämpfen und dann ist gut. Also von daher passt das doch eigentlich. Okay. Welche Füchse wir noch brauchen eigentlich? Oh, hab ich so einen guten. Sieht gut aus. Pfeil drauf. Aber ich glaube, wir brauchen ja auch Fuchsknochen, ne? Jawohl. Trank oder Modifikation? Ich glaube eher Modifikation. Deswegen brauchen wir Fuchshaut. Ah ne, Trankbeutel haben wir sogar schon. So, gönnen wir uns noch ein bisschen was. Da haben wir noch ein Schweinchen. Die Äste können einen aufschlitzen wie Krallen. Na schade, das war jetzt nicht so erfolgreich. Na gut, das lohnt sich auf jeden Fall nochmal zu speichern. Gut, haben wir denn noch irgendwas hier in der Nähe, was wir noch angehen könnten? Na, ich guck mal, also ich wollte jetzt mal noch ein bisschen was an Nebenquests machen. Und dann aber auch mit der Hauptstory mal wieder weiter. Weil das klingt ja doch relativ interessant. Oder gerade beim letzten Mal haben wir ja doch einiges einiges hier mitnehmen können. Ach, das ist sogar okay. Jetzt sollten wir das aber auch mal langsam angehen. Küche ab, genau. Waschbärknochen brauchen wir noch. Fischgeräten. Das mit den Prüfungen lassen wir. Haben wir, glaube ich, gerade so viel auch gar nicht. Theoretisch wären wir dann sogar schon bereit, dieses DLC-Gebiet zu machen, aber das möchte ich mir noch ein wenig aufsparen.
Ach komm, gucken wir uns das mal an. Brauchen wir noch Truthahn für irgendwas? Frischer geht's nicht. Wir werden es sehen. Ah. Gerade zurück. Dann schauen wir doch mal. Ich bin gerade zurückgekommen. Ho Chi Minh Stadt ist gefallen. Ich bin gerade so rausgekommen. Zwei Drittel der Brigade nicht. Ich zog mich über die Klick nach Bien Hoa zurück. Haufenweise dieser miesen Kakerlakenschweine auf den Fersen. Ich habe die ganze Zeit Granaten abgefeuert und bestimmt 15 von ihnen erwischt. War so im Rausch, dass Blue meine Hände vom Anzug losmachen und mich aus dem DEW-Geschütz ziehen musste, als wir den Landeplatz erreichten. Dann trug er mich ins Wehr. Ich konnte nicht aufhören zu schreien. Dann heben die, oder ins Wärts, dann heben die Wärts ab und wir werden beschossen. Nicht von den Bots, sondern von einer vietnamesischen Batterie. Der befehlshabende Offizier nannte es Friendly Fire, aber das ist Quatsch. Sie waren sauber, weil wir uns davon machten und sie da bleiben mussten. Oh mein Gott. Und jetzt sind wir bald wieder in den USA und er spricht von einem bedingten Erfolg, weil wir die Bots ein paar Tage lang aufhalten konnten. Und dass es Zeit ist, was Zero Dawn braucht. Und dass es Zeit ist, was Zero Dawn braucht. Er sagt, ab morgen haben wir eine neue Mission. Oh mein Gott. Da sagst du was. So. Ja, in Ho Chi Minh Stadt, oder beziehungsweise halt Saigon, war ich tatsächlich auch schon mal vor 15 Jahren, 16. Sehr schön dort. Halt auch eine sehr, sehr gastfreundliche Kultur. So, ja, wenn ich mir überlege, also waren da halt Freunde von meinem Vater besuchen. Und dass die halt umgerechnet irgendwie 50 Euro im Monat verdienen und dann uns aber halt dann Sachen aufgetischt haben. Oder wahrscheinlich das halbe oder dreiviertel des Monatsgehalts draufgegangen sind für die. Und das für die halt eine absolute Selbstverständlichkeit ist. So, ah okay, also sollen wir dann, ja. Dadurch, dass es halt nachher rauskommt, macht es ja auch meistens Sinn, erstmal die Story durchzuspielen. So, und auf einmal haben wir doch noch eine Quest zwischendurch. Oder gekriegt. Gucken wir mal. Hol Hilfe! Ganz ruhig. Wie heißt du? Was ist passiert? Herr Kurt! Hol Hilfe für Scheuerfels. Die Grau habe ich bekommen. Sie töten meinen Bruder. Töten alle. Nicht, wenn ich es irgendwie verhindern kann. Okay, dann gucken wir mal. Tod aus dem Himmel. Ja, Scheuerfels. Okay, wäre auch 25. Machen wir später. Jetzt würde ich mich doch erstmal hier um die andere Quest kümmern. Ist lang genug vor uns hergeschoben. So, da ist noch ein bisschen was zum Looten.
Na komm. Können wir gerade laufen. Da als extra ein Reisepaket für auszugeben, lohnt sich nicht. Daraus werde ich später einen Trank brauen. Das wird sich zeigen. So, jetzt aber, nachdem wir schon oft genug an dir vorbeigelaufen sind. Den ganzen Loot hier nochmal mitnehmen, den wir im letzten Mal haben liegen lassen. Also liegen lassen mussten. Ah, sehr gut. Dann haben wir zwei Kaninchenknochen. Können wir damit was herstellen? Ups, falsche Taste. Nein. Hab ich echt einiges liegen lassen. Was machst du ganz alleine hier draußen? Wo sind deine Männer? Ach, ich riskiere nicht ihr Leben. Wenn ich dabei draufgehen sollte, ist es nicht so schlimm, aber nicht sie. Tut mir leid, dass du es ausbaden musstest. Oh, keine Angst. Das ist ein ganz normaler Tag für mich. Du weißt schon, Maschinen vernichten, Mörder jagen. Und was ist dann ein unnormaler Tag? Können wir loslegen? Geht's dir wirklich gut? Tja, ich bin nüchtern, also nein. Wow, immerhin kannst du klar denken. Gewöhn dich nicht daran. Erzähl mir, was mit Ersa passiert ist. Alle Einzelheiten. Niemand weiß es genau. Sie brach in der Nacht auf mit einigen ihrer besten Männer. Ihre besten Männer? Und dich nahm sie nicht mit? Nein, ich hatte zu viel getrunken. Vielleicht dachte sie, verdammt, ich weiß es nicht, dass ich es nicht packe. Suchtrupps fanden tags darauf ihre Leichen. Und die von ein paar Schattenkerja-Feiglingen. Es war ein Hinterhalt. Die Schattenkerja sind Tiere. Sie wurde so übel zugerichtet, dass man sie kaum noch erkennen kann. Es tut mir so leid, Erend. Ja, tja. Wenn ich diese Schufte finde, wird es ihnen auch leid tun. Und du hast keine Ahnung, warum sie mitten in der Nacht aufbrach? Nein. Doch es war bestimmt dringend. Eine Nachricht, Neuigkeiten über die Schattenkerja, ich weiß nicht. Warum haben die Schattenkerja das getan? Weil sie uns hassen und Ersa am meisten. Zusammen mit Avad hat sie sie aus Meridian gejagt. 2 Jahre haben sie ihre Wunden geleckt. Und jetzt haben sie sich an ihr gerächt. Na gut. Zeig mir, wo Ersa fiel, und ich versuche, dir zu helfen. Dann komm, folge mir. Okay, lass uns mal losgehen. Immer das Beste. Was wollte Ersa bloß hier draußen? Ich weiß nicht. Es ergibt keinen Sinn. Also, dass wir die möglichst gut ausschalten können. Ist das Schattenkaja-Gebiet? Nein. Sie brachen die Waffenruhe sofort, als sie in die Kluft kamen. Fliegt noch ein bisschen Zeug durch die Gegend. Sehr schön. Da hinten. Ist.
Schweinegorn haben wir jetzt aber auch mehr als genug, oder? Hier war der Überfall. Unsere Soldaten haben alles abgesucht, aber vielleicht findet dein Artefakt noch einen Hinweis. Diese Blutflecken sind keine Lache, wie sie sich um eine Leiche bilden würde. Ich muss diese Mistkerle finden. Okay, wir gucken mal. Das muss eine Rüstung der Schattenkaja sein. Okay. Ein Speer der Schattenkaja. Hier wurde etwas gezogen. Da liegen Pfeile. Einiges hier. Naja, dann mal fröhliches Untersuchen. Sie sind verschmiert. Gut geschärft. Er war nie im Einsatz. Können wir vielleicht mitnehmen? Seltsam. Kein einziger Kratzer. Sie sehen aus wie neu. Sie wurden nie abgefeuert. Okay. Das ist echt seltsam. So, gerade noch schnell Loot mitnehmen. Wurde hier jemand weggezerrt? Hast du was entdeckt? Das Blut formt eine Linie, als ob es von etwas heruntergetropft wäre, wie einem Karren. Siehst du? Wagenspuren. Ich glaube, jemand brachte die Leichen her und verteilte sie auf dem Feld. Wie bitte? Meinst du damit, man hat die Toten hier woanders getötet? Warum sollten die Schattenkaja das tun? Im Moment bin ich nicht mal sicher, ob die Schattenkaja dafür verantwortlich sind. Es muss so sein. Tja, die Spuren werden es zeigen. Na gut, dann schauen wir mal. Komm mal schön mit. Müssen wir mal gucken, wo die Spuren jetzt hinführen. Das sieht doch alles tatsächlich sehr gefaked aus. So, aber immerhin können wir uns das hier noch ein bisschen gütlich tun. Das Lagerfeuer. Das holen wir uns auch noch schnell. Aber wir müssen eh hier hoch. Dann ist ja gut. Vielleicht ist es mit dem leisen Sprint doch keine so schlechte Idee, wenn ich mir das mal so anschaue. Tot sehen. Aber warum dieser Aufwand? Da steckt mehr dahinter. Und wir finden es heraus. Das haben sie halt alle auf den Karren geladen oder unten abgeladen. Okay. Hier ist einiges draufgegangen. Und noch ein Gefäß. Turm der Weltunie 2053. Cool. Kommen wir hier langsam voran. Das sind keine Schattenkarja. Die sind von meinem Stamm, Osseram. Ist das bei euch eine normale Begrüßung? Na dann mal los, schnappen wir sie uns. Oh.
Scheinbar nicht. Für die Garde. Suchen und zuschlagen. Ja, so, dich kriege ich leider nicht von hier aus. Ich glaube, du hast hier eine Lücke gefunden, ne? Kann das sein? Du entkommst mir nicht mehr. Oh, was ist das? Ich glaube, es ruft Maschinen her. Halt dich bereit. Ich wollte doch eigentlich jetzt looten. Na, ihr zwei? Ich glaube, die haben sich ganz lieb, wie mir scheint. Zack. Und Headshot zum Verabschieden. Osheram. Keine Schatten, Karja. Ich lag wohl mit allem völlig falsch. Wie immer. Bitte, benutz dein zweites Gesicht. Ich muss wissen, was wirklich passiert ist. Schon dabei. Okay. Anscheinend kann man etwas auf dieses Ding montieren. So viel Blut. Diese Felsen wurden zerschmettert. Das sieht nach Waffen der Garde aus. Oh. Okay. Schnell hier wieder. Ich loote erstmal. So. Meine schönen. Richtig angenehm, wenn man hier mal Platz hat und Sachen mitnehmen kann. Da noch ein bisschen looten, dann kann ich wieder weiter scannen. So, ein bisschen was haben wir abgekriegt. Wir haben alles gescannt, so wie es aussieht. Es ist kein Blut daran. Ersas Männer haben sich nicht gewehrt. Irgendwas hat diese Steine getroffen. Etwas, das ich noch nie gesehen habe. Okay. Hier sind viele Menschen gestorben. Ein Massaker. Okay, hier ist auch nichts mehr. Dann gucken wir uns das Stativ mal an. Allerdings können wir nochmal looten. Nein, falsche Taste. Da, bei dem Stativ. Eine verbrauchte Energiezelle. Ah, hier ist noch was. Was sind das für Lederriemen? Riemen einer Rüstung. Mit einem Messer durchtrennt und ein Stein mit Blut daran. Klar, haben wir, glaube ich, hier alles. Das ist Ersas Helm. Sie starb nicht unten auf dem Feld. Es geschah hier. Die ganze Trickserei.
Wozu? Als ob sie mich damit quälen wollen. Ich habe eine Theorie. Aber man braucht etwas Vorstellungskraft. Deine Theorien stimmen eher als die Fakten anderer. Na gut. Ich glaube, die Osaram griffen sie mit einer neuartigen Waffe an. Sie montierten sie auf dem Stativ dort. Sie gibt Kraftwellen ab oder vielleicht auch Schall. Sie hat den Stein hier zerstört. Ich glaube, sie lähmt ihre Ziele, anstatt sie zu töten. Die Garde ging hier zu Boden. Kein Blut an den Waffen. Kein Kampf. Aber warum lähmen, um sie woanders dann doch noch umzubringen? Sie wollten etwas verbergen. Hier, ein blutiger Stein. Mit dem sie Ersas Schädel einschlugen. Oder jemand anderem. Die Lederriemen wurden durchtrennt, als hätten sie jemandem die Rüstung abgenommen. Das kann nicht sein. Ihre Leiche ist in Meridian aufgebahrt, ganz sicher. Und ihr Gesicht war kaum zu erkennen. Vielleicht zogen sie jemand anderem ihre Rüstung an, jemandem von ihrer Statur. Richteten ihn so zu, dass es jeder sein könnte. Sogar Ersa. Geh zurück nach Meridian. Sieh dir die Leiche nochmal an. Ist es wirklich Ersa? Liege ich falsch? Aber wenn nicht... Dann könnte meine Schwester noch leben. Ich gehe. Triff mich dort, wenn du es schaffst. Okay. Dann schauen wir da gleich mal. Okay, gucken wir mal. Ach Witzchen, das ist jetzt irgendwie 2 Stufen drunter. Okay. So, können wir mir alles nachrüsten. Ich meine, wir haben es ja. Ich kann mal gucken, wir müssen jetzt wahrscheinlich wieder ein ganz schönes Stück runter. Jo. Ja, Meridian, dann gehen wir einfach da hoch. Ich denke, das sollte passen. Können wir unterwegs nochmal gucken, ob wir irgendwas Tolles kriegen. So, ihr habt noch Party, wie es scheint. Hat die Schattenkaja nicht davon abgehalten, die Kommandantin der Garde zu ermorden? Na, das werden wir rausfinden. Ich glaube nicht, dass die Schattenkaja Frieden wollen. Diese Waffenruhe wird uns noch zum Verhängnis werden. Frag mich lieber nicht, wo du hin sollst, wenn du dich verirrst. Ich bin Wache, ein Stadtschreier. Ihr habt ja auch gerade irgendwie alle ziemlich Stress hier, ne? Sind die ganzen Händler weg? Die Arbeit macht mir nichts. Am besten mal Vorräte aufstocken, bevor du weiterziehst. Guten Tag. Nö, wir waren nur im falschen Gebiet. Okay. Möchtest du heute
Ah, du bist zurück. Hast du etwas Schönes für mich? Weiß ich, sehe ich gerade nicht. Ah, feilschen wir um diese wunderschöne Beute. So, wir haben, glaube ich, noch nicht genug. Komm, da haben wir mehr als genug von. Kaufen wir alles. Ah, ausverkauft. So, die haben wir alle schon. Gut. Dann schauen wir, wo haben wir denn viel von? Kann ich Naut möchte ich gerne behalten, auf jeden Fall. Weiß, wofür wir das noch brauchen. Stimmt, so rum war das ja. So, könnt ihr mal alle weg? Kühlsaft haben wir halt auch mehr als genug. Was sich halt so ansammelt hier. Wenn wir mal die ganzen vollen Stacks hier verkaufen. Den Rest kriegen wir dann auch wieder schnell zusammen. Ganzen Zeug, das wir hier zerlegen. Wir könnten tatsächlich Mods kaufen. Ah ne, die können wir verkaufen. Okay, dann soll ich vielleicht vorher mal gucken. Und das ist ja mein Inventar. So, wo waren wir denn? Das ist ja eh nur Schrott. Obwohl, da soll ich vielleicht ein bisschen was aufheben, so für Notfälle. Und hier Fleisch kann weg. So, Blümchen. Knochiges Fleisch. Lecker Ribeye. Beziehungsweise Rippchen hier. So, eine Tour Wurzeln. Ja, Zünder haben wir halt echt bis zum Abwinken. So, das kann nochmal weg. Da haben wir jetzt wieder Platz und Geld. Ist doch wunderschön. Holz kann, glaube ich, auch sich einstapeln mal hin. Achso, den will er nicht. Gut. Was für die Hälfte unseres Zeugs da. Auf Wiedersehen, edle Nora. Können wir einen Moment über die schönen Dinge reden? Wir haben doch gerade schon gehandelt. Lass dir diese Waren nicht entgehen. So, jetzt halt noch Linsen. Brauche ich die? Ich glaube nicht wirklich.
Prürigen Trampler Grau habe ich. Die fehlen mir tatsächlich noch. Ach komm. Wir haben Metallscheiben bis zum Abwinken. Nehmen wir alles mal mit. Jeder braucht eine Achtung beim Leben. Komm, lass uns drüber reden. Also so viel dann zum Auf- und Abstocken. Sorry. Ach Platz, ich muss da drüber. Na du? Hallo, Aloy. Ich bin der tadellose Marat. Bitte komm mit mir. Es geht um eine wichtige Konsultation. Wie meinst du das? Wo ist Erend? Er ist drinnen, beim Sonnenkönig. Wohin wir auch unverzüglich gehen sollten. Folge mir bitte. All diese Leute wollen zum Sonnenkönig? Ja, und alle wollen ihn um etwas bitten. Unschön, aber das ist Politik. Der Sonnenkönig will dich unbedingt sehen. Die Maschinenreiterin mit dem guten Auge. Es ist so faszinierend. Ich will niemanden faszinieren. Zu spät. Ja, müssen wir da jetzt durch. Erst kriegen Osseram Sonderrechte und jetzt Fremde aus dem Wilden Osten? Na echt. Was will der Sonnenkönig denn von dir? Eine Fremde ist vor mir dran. Inakzeptabel. Ich stehe hier schon 2 Stunden und dieser Nora drängelt sich vor. Tja, Kinas, wer hat, der hat. Ignoriere sie. Adlige sind wie Kinder, die quengeln, wenn sie keinen Nachtisch mehr bekommen. Och, das kennt man ja. Was haben wir denn eigentlich sonst noch Schönes hier? Wie ist der Sonnenkönig so? Wichtig ist, wie er nicht ist. Wie sein Vater. Ich glaube, du wirst ihn ganz vernünftig finden. Aber wir können doch gerade nicht scannen. Okay. Aloy von den Nora. Seherin des Verborgenen. Willkommen. Du hast mir einen großen Dienst erwiesen. Erend, berichte bitte. Ich war an Ersas Grab. Es stimmt, Aloy. Die Leiche hat keine Narbe am rechten Knie. Ich fügte sie Ersa als Kind zu, im Streit um ein Spielzeug. Wenn es nicht Ersas Leiche ist, kann es sein, dass sie noch am Leben ist. Und ich lasse sie nicht im Stich. Wir wissen nur, dass sie weg ist, nicht wer es war. Da kann ich helfen. Ersa hat einen Feind unter den Osseram. Einen Kriegsherrn namens Derwal. Unmöglich. Jeder Clan im Anrecht war auf der Suche nach ihm seit der Befreiung. Er muss längst tot sein. Nun, er hat ein Motiv und ist klug genug, um Ersa in so eine Falle zu locken. Er treibt sich bestimmt irgendwo an der Grenze herum. Ich habe schon einen Agenten losgeschickt. Er wartet auf Anweisungen von uns. Auf dem Marktplatz in Scheuerfeld. Wenn ich Truppen an die Grenze schicke, provoziert das die Osseram. Vielleicht ein paar Gardesoldaten. Und noch eine außergewöhnlich talentierte Nora? Erend, Marat, lasst mich das mit ihr allein besprechen. Ich hasse es, dir noch etwas aufzubürden, doch diese Angelegenheit ist wichtig für mich.